In Kanada sind nach Polizeiangaben bei einer Serie von Messerattacken in der Provinz Saskatchewan 10 Menschen getötet und mindestens 15 weitere verletzt worden. Die Angriffe ereigneten sich am Sonntag an mehreren Orten. Insgesamt gab es 13 Tatorte. Zwei Verdächtige seien auf der Flucht, teilte Rhonda Blackmore, Leiterin der kanadischen Polizei in Saskatchewan, auf einer Pressekonferenz mit. Die beiden Männer seien in einem Wagen in der Stadt Regina gesichtet worden, etwa 320 Kilometer südlich der Tatorte in dem indigenen Reservat James Smith Cree Nation und im Dorf Weldon. In einer Erklärung der indigenen Vertreter hieß es, dass die Angriffe möglicherweise mit Drogen in Zusammenhang stehen. Die James Smith Cree Nation ist eine indigene Gemeinschaft mit etwa 3400 Einwohnern, die hauptsächlich von Landwirtschaft, Jagd und Fischfang leben.